Ein herzhaftes Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Renape und weiter geht's mit Let's Play Far Cry 2 und müssen uns weiter zur Brücke durchschlagen. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Die letzte Folge ist jetzt auch schon eine Zeit lang her und deswegen kann es sein, dass ich hin und wieder mal das ein oder andere Mal die Steuerung etwas verkacke. Das liegt einfach daran, dass ich das Spiel heute wieder zum ersten Mal seit langem wieder spiele. Und ich frag mich, warum ich hier den Wachposten nicht freigeschaltet habe. Jetzt aber. Ah, kann ich gleich mitnehmen. Das ist ganz gut. Mannskasten nehmen wir jetzt auch mal mit und ja. Gut. Heute ist Montag, ich nehme jetzt heute wieder die Folge für heute auf eben. Und ja. Am Wochenende kam mir nichts, das habe ich ja in die Kanalkommentare geschrieben. Aus privaten Gründen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, es geht jetzt wieder weiter. Ich habe jetzt auch mal wieder richtig Lust auf Far Cry 2 bekommen. Ich werde halt trotzdem nur diese Folge aufnehmen, weil es doch schon etwas später ist und ich dann ganz froh bin, wenn ich dann auch mal nicht schlafen liegen kann, weil ich bin doch etwas müde. Und ja. Trotzdem will ich jetzt noch diese Folge aufnehmen, rendern und hochladen. Das dauert dann eh nicht so lange. Ja. Dann kommt sie heute noch die Folge. Alter. Kommt sie heute noch die Folge zu sehen und ja. Dann habe ich sozusagen meinen Soll auch erfüllt für diesen Tag und ja. Dann kann ich beruhigt schlafen gehen. Wo ist denn hier der Unterschlupf? Da vorne da. Alter, ich sehe euch nicht, aber ihr seht mich. Das ist echt unangenehm. Unterschlupf freigeschaltet. Hervorragend. Wir können ihr Spiel jetzt in diesem Unterschlupf speichern. Ja, das ist doch wirklich toll. Gut. Was müssen wir machen? Ich glaube, wir müssen unserer Kameradin den Zünder geben. Ich schaue lieber nochmal nach, nicht dass ich dann wieder was Falsches mache. Entweder zur Eisenbahnbrücke gehen und Nasrim da war den Zünder geben oder den Waffen zum Waffenkrank gehen und Jarvik. Ich will der Kameradin auf jeden Fall den Zünder geben. Andere Schaltbeher muss ich hin. Entschuldigung. Etwas unerotisch. Die Leute? Keine Gegner? Das wundert mich allerdings jetzt ein bisschen. Aber bestimmt, wenn ich dir den Zünder gegeben habe, wird sie richtig abgehen. Lieber erstmal noch ein Quicksave und ja. Wo ist denn hier überhaupt das Boot? Ach, hier ist das Boot, okay. Hey, hier! Jo. Sehen Sie, Wahnsinn! Herr mit dem Zünder, aufpassen! Ja, hier. Hier ist ein Zünder. Folgen Sie mir. Ich folge dir hin, wo immer du auch willst. Na, das wollte ich nochmal sagen. Nur am Rande. Runter! Runter? Hier runter? Wow. Nur nicht gesehen, wie gerade die Brücke auf das Boot gefallen ist. Das ist jetzt ein bisschen, hey, halten Sie ein bisschen Kacke. Eben waren hier noch mehr von denen. Eben. Ja, was heißt eben bei dir? Ja, aber ihr habt keine Chance gegen mich und mein Imba-Gewehr. Oh, so ein MG ist schon geil. Immer noch. Ist aber... Ist er down. Alles klar bei dir? Wir haben es wohl geschafft.
Bald wissen wir es genau was. Aber egal, danke. Ja, die Leertaste schwimmt ein bisschen. Soll ich abhauen? Ja, es sieht so aus, als könnte ich eine Fliege machen. Das mache ich doch auch gleich. Alle nur die normalen im Gieß. Das ist ein bisschen kacke. Naja, gut, man kann ja nicht alles haben. Gut, dann fahren wir jetzt wieder zurück zur Stadt. Und nehmen dann da gleich wieder den nächsten Auftrag an. Nochmal ein Quick Save hinterher. Uah! Ach komm, man kann einfach so das Auto umdrehen. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. So, was sagt die Uhr? 6 Minuten. Okay, wir haben noch eine knappe Viertelstunde Zeit. Oh, Scheiße. Boah, ich weiß jetzt nicht, warum ich so müde bin. Das gibt's echt nicht. Normal bin ich um die Uhrzeit immer noch topfit, aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ganz ehrlich, jetzt ist man eh schon am Arsch der Welt und die Gurken hier immer noch. Irgendwo hier war der Kerl, oder? Mach, ist mir jetzt egal, ich fahr jetzt einfach weiter. Gut. Die Gegner sind schätzungsweise wieder schön nachgespawnt am Wachposten. Darauf kann ich mich schon mal einstellen, vor allem weil es halt auch wieder ein größerer Wachposten ist. Ich glaube, das ist sogar mit einer der größten in dem ganzen Spiel. Hier an dieser Eisenbahnstrecke. Wo man halt wirklich nie einen Zug fahren sieht, finde ich ein bisschen schade, aber... Mein Gott, man kann halt nicht alles haben. Du brauchst gar nicht so ans MG gehen, ich habe sie schon gesehen. Wo denn? Wirklich, du probierst mich mit deiner Shotgun auf die Entfernung zu holen? Das ist ja keine Spaß 12 mit Griff aus MW2. Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Er lebt doch noch. Muss ich dich jetzt wirklich holen gehen? Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Wenn du hier bist, ne? Nein. Da haben wir wieder die schwebende Flasche. Sehr geil, muss man schon sagen. Was findet man auch nur in Far Cry 2. Ja, da war doch gerade noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der einfach despawned oder was? Ich glaube, jetzt habe ich gerade was gehört. Oh, was ruckelt es jetzt so? Da ist er! Ich hab's doch gewusst, dass er hier irgendwo rumlungert. Gut. Fahrzeug ausgeschaltet. Nee, das waren zwei. Hä, wo kommst du denn her? Da bin ich doch gerade hergekommen. Das ist wirklich komisch. Auffrischen. Auffrischen. Dankeschön. Munition. Na wo? Hier irgendwo, oder? Alter, was leckt's denn jetzt so? Was ist denn los? Ich habe doch keine Programme im Hintergrund laufen. Irgendwie leckt's gerade leicht. Ich hoffe, im Video ist es nicht so. Wenn doch, dann tut's mir leid, aber ich weiß halt wirklich nicht, was gerade los ist. Mal läuft's immer flüssig, aber irgendwie heute nicht mehr. Ah! Alter, ich komme nicht über die Schiene rüber, oder wie sehe ich das? Alter, was ist denn los, Mann? Was ist mit der Karre? Ja, da kommt jetzt natürlich noch ein zweiter Jeep. Ich hoffe, mit dem funktioniert's. Stimmt auch nicht, oder? Ah doch, mit dem komme ich rüber. Ja, das ist ganz gut. Sicherheitshalber noch ein Quicksave. Ja, ich speichere ganz gern. So eine Quicksave-Funktion in solchen Spielen ist schon was Feines, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allem, wenn man halt mal stirbt und halt nicht gespeichert hat, darf man halt den ganzen Shit nochmal machen. Und das ist wirklich sehr frustrierend, das spreche ich aus Erfahrung. Das habe ich schon oft genug erlebt, dass ich dann gestorben bin oder hier das Spiel bzw. der PC dann einfach abgekackt ist und dann durfte ich alles nochmal machen. Aber das kennt ihr bestimmt auch.
So, 10 Minuten nehmen wir jetzt schon wieder auf. Das kommt mir gar nicht so lange vor. So, Renderzeit sind ungefähr so 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich zum Hochladen brauche. Halbe Stunde. Was? Ach nee, nicht schon wieder. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, Mann? Ach Mann, was ist denn das? Oh Mann, ey, jetzt ist es schon wieder so buggy, ey. Das ist doch so zum Kotzen, oder? Da muss ich die echt jedes Mal abknallen, wenn ich da vorbeifahre. Kommt noch einer, den habe ich schon gehört, ja. Gut, da kam einer. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder in die Stadt fahren. Nee, kann ich nicht, weil ja immer einer hinterher geiern muss, ey. Noch wer, der Stress haben will. Ne, ich glaube, das waren alle. Gut, dann sichern wir den Wachposten gleich noch. Und dann fahren wir wieder in die Stadt. Oh, du müsstest jetzt der Letzte gewesen sein. Nein, doch nicht. Einen habe ich noch gehört. Oh, wo? Hier unten? Tatsächlich. Was ist das nun? Alter, Malaria-Anfall, wirklich? Hey, warum haben wir denn jetzt bloß noch eine Tablette? Ich habe die doch vor ein paar Folgen erst aufgefrischt und habe doch seitdem keine mehr genommen. Hier sind noch welche. Oder ist es ein Radio? Ne, das ist das Radio, okay. Das müsste der Grenzposten sein, ne? Ne, der ist weit da oben. Okay. Das muss der hier dann sein. Gut, dann stellen wir die APR-Mission hinten an und besorgen erstmal neue Tabletten, weil ich habe dann keinen Bock, dass dann hier wieder die Hölle losbricht. Nur wegen den blöden Malaria-Tabletten. Die uns gerade wieder ausgegangen sind, ja. Hey, unser Jeep ist weg, oder? Ne, da steht er. Gut, ich hoffe, ich kann jetzt wieder in die Waffenstillstandszone. Ich speichere jetzt lieber mal auf einem anderen Spielstand. Nicht, dass wir hier wieder das von vorn machen müssen. Ich speichere jetzt hier mal auf dem. Und spielen weiter. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, weil wenn nicht, dann muss ich wirklich den Quicksave nochmal laden. Aber das müsste jetzt eigentlich funktionieren, ne? Ja, gut, es funktioniert bis jetzt. Das freut mich, das macht Laune. Und wir müssen jetzt erstmal wieder neue Malaria-Tabletten besorgen. Mal wieder. Hier herrscht Waffenstillstand. Halt ja, ist gut. Ich mache auch nichts. Gut. So. Mein Freund, ich brauche Malaria-Tabletten, ganz dringend. Die Symptome sind zurück. Tut mir leid. Die Medizin. Die ist nie hier, die muss ich mir immer holen. Nördlich von Porcelao gibt es einen kleinen Laden am Dugondelta. Er ist auf Ihrer Karte verzeichnet. Ja, dann gib mal die Papiere her. Ein Partner, der Ihnen helfen wird, wenn Sie auch etwas für uns tun. Ich habe Transitpapiere, die er braucht. Bringen Sie die ihm, dann hilft er Ihnen mit der... Ja, klar. Ihre Hilfe wird belohnt werden, aber es soll dort sehr gefährlich sein. Ich empfehle höchste Vorsicht. Danke für den Ratschlag. Gut, wo müssen wir hin? Okay, das ist machbar. Also das ist gar nicht so weit weg, wie ich gedacht habe. Da gehen wir gleich zu der Seite raus und nehmen da dann gleich den Jeep. Ja gut, es ist echt nicht so weit, also da gibt es echt Schlimmeres. So. Gut, also es ist noch ein bisschen ungewohnt, hier so aufzunehmen.
mein Schreibtisch steht diesmal ein bisschen anders da, als er sonst immer steht, ein bisschen weiter vorne. Das liegt daran, dass mein Dad heute die Fenster bei mir oben gestrichen hat und mein PC bzw. mein Schreibtisch stand halt direkt vorm Fenster. Und der steht jetzt halt noch ein bisschen weiter vorne, also gerade noch so, dass ich mich hinsetzen kann, aber zum Aufnehmen reicht auf alle Fälle. Aber ich schätze, das wird eh nur für die Folge sein und dann ab morgen wird es da wieder normal sein, schätze ich. Ich werde halt dann morgen erst die Folge wieder so abends aufnehmen können, weil vorher werde ich schätzungsweise keine Zeit finden. Ja genau, ich steig aus und hab noch die Karte in der Hand, ist doch geil. Au. Das ist doch gut, Mensch. Holy shit. Dem ist ganz schön Schaden zugefügt. Na gut, dann haben wir den Machtposten auch gleich. Gut, dann sparen wir uns hier die Spritze. Und, ja, Standbild auch wieder geil. Wo ist denn hier das Munitionslägerchen? Lagerchen. Lägerchen? Gibt's nicht, nur ein Verbandskasten. Okay, gut, also nochmal Quicksave. Und weiter zum Doktor, zum Onkel Doktor. Ob wir das in 3 Minuten schaffen, ich weiß es nicht. Naja, wir sehen es ja dann. Ich gebe mein Bestes, das in 3 Minuten noch hinzukriegen. Ja, okay, das schaffen wir. Wir sind ja dann nie gleich da. Na, Kollegen, habt ihr schon auf mich gewartet? Ja, hier bin ich. Wow, shit. Wow, Alter, der wollte mich tatsächlich überfahren. Aber ich bin elegant ausgewichen, muss man schon sagen. Nee, eigentlich nicht. Aber egal. Keine Munition? Naja, gut. Reicht mir auch so. Ich habe sie beobachtet. Ja. Sie haben die Reisedokumente. Da hinten wartet eine Familie auf Sie mit dem, wonach Sie suchen. Ja, kommen Sie. Wir warten seit Wochen. Haben Sie die Pässe? Wir haben Medizin. Sie haben mir neue Hoffnung gegeben. Danke. Oh, kein Problem. Gut, Mission abgeschlossen. Das ist sehr gut. Danke für Ihre Hilfe. Naja, gerne. Ich glaube, wir können jetzt noch zur Stadt zurückfahren. Eventuell noch den nächsten Auftrag annehmen und dann werde ich einen Cut machen. Dann ist die Folge auch wieder vorbei und dann kann ich mich endlich pennen legen. Da freue ich mich schon drauf. Mann, ich muss schon wieder so oft gehen, das ist richtig zum Kotzen. Und seid ihr wieder nachgespawnt? Ich glaube ja. Ja, seid ihr. Und dabei war ich nicht mal 2 Minuten weg, das ist doch echt zum Kotzen sowas. Alter, ganz ehrlich, das reicht nicht. Seid ihr wirklich lästig? Header. Sehr gut. Ihr habt mein schönes Auto kaputt gemacht. Schönes Auto. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt für ein Auto sein soll. Das erinnert mich an so ein kroatisches Auto, aber mehr so ein älteres. Mir fällt nur der Name gerade nicht mehr ein. Oh, okay. Ich sehe, die Zeit ist um. Wir schaffen es doch nicht mehr in die Stadt. Das tut mir leid. Dann mache ich Ihnen hier einen Quicksave und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.